sind sie bei der Migration von 80% ihres Rechenzentrums in die Public Cloud vorgegangen. Zunächst mussten wir Assessments durchführen, um überhaupt die relevanten Workloads festzustellen, ihre relevanten Systeme festzustellen. Und wir haben stark priorisiert zunächst auf unsere zentralen Rechenzentren, da hier der größte Kostenfaktor ansteht, auch der größte Risikofaktor im laufenden Betrieb. Wir haben dann zusammen mit unserem Provider große Migration Factories offshore zusammengestellt, wo die entsprechenden Hundertschaften auf den einzelnen Applikationen tätig sind, die Assessments durchführen, die Migration mit entsprechenden Toolsets durchführen und am Ende technische Abnahmen durchführen, um dann an uns als Kunden zu übergeben, sodass wir finale Abnahmen durchführen und damit produktiv mit jeder einzelnen Applikation in der Cloud sind. Welche Motivation hat Sie dazu bewegt und wo sehen Sie die Vorteile und wo die Stolpersteine? Hauptantrieb ist ein Stück weit eine Situation, die man mit dem Begriff Legacy zusammenfassen kann. Wir sehen eine sehr überalterte IT-Struktur im Konzern, die sehr gewachsen ist, sehr dezentral entstanden ist innerhalb der letzten 2 Jahrzehnte. Und die ganz klar nach vorne gerichtet nicht zukunftsfähig ist, sie kann nicht wachsen, sie kann nicht skalieren. Es gäbe extremen Reinvestitionsbedarf für Applikationen, von denen ich überzeugt bin, sie auf mittelfristige Sicht nicht mehr zu benötigen, möchte ich in gar keinem Fall Investitionen ausführen. Und daher treibt uns der Ansatz ganz klar dorthin, eher Subscription-basierte Modelle aufzubauen. Wir wollen uns von der Infrastruktur überhaupt als Belastung lösen, weil wir das nicht als Kerngeschäft für uns sehen und kommen so zu entsprechenden Cloud-Offerings, die wir über Service Agreements, Service Management und Provider Management steuern können, statt uns mit Infrastruktur und Technikalitäten auseinanderzusetzen. Das wird uns erlauben, den Fokus wesentlich mehr auf die Entwicklung unseres operativen Geschäftes zu richten, die IT als Support und unterstützende Funktion für die Business-Transformation einzusetzen, anstatt IT als Lieferorganisation für den Betrieb alter und heute ein Stück weit langweiliger und unspektakulärer Anwendungen einzusetzen. Und welche Themen sehen Sie denn als Herausforderungen für die IT in den nächsten Jahren? Die IT muss sich schneller verändern als das übrige Geschäft. Das ist grundsätzlich nichts Neues für die IT, als Innovator tätig zu sein, neue Technologien zu evaluieren und mögliche Lösungsszenarien daraus abzuleiten. Aber die Geschwindigkeit wächst exponentiell und ist jetzt ein Stück weit an einer Schwelle, wo das Mitarbeiter auch schnell und häufig überfordert. Nicht zuletzt, weil wir erhebliche Mengen an Bestands-IT mit uns tragen. Das Thema Keep the Lights On ist schwerwiegend. Viele der sehr alten, sehr gewachsenen Applikationen erfordern viel manuelle Aufmerksamkeit, während wir davon überzeugt sind, dass genau dieser Aufwand nicht zukunftsträchtig ist. Wir müssen uns also davon lösen. Eine solche Veränderung ist schwer für jeden Mitarbeiter, sich lösen von den Dingen, die einmal selbst implementiert wurden und hergestellt wurden. Das ist eine Herausforderung, ein neues Rollenverständnis, die globale Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Lieferanten, eine geringere Fertigungstiefe in-house, wenn Sie so wollen, um eben Expertise und vorhandenes Wissen aus dem Markt mitzunutzen, zu orchestrieren, Lösungen zusammenzubringen, mit vielen Business-Stakeholdern zu kollaborieren, Kontrolle abzugeben. Insbesondere auch beim Thema Cloud ein großes Thema und darüber fundamental neue Lösungen zu etablieren und zu schaffen, eben all diese Legacy-Themen nach Möglichkeit zu eliminieren und nicht weiter fortzuschreiben.